Willi von Simonsdorf hat mir einen Film geschickt, dazu einen längeren Text. Und ich habe versucht, das liebevoll zusammenzubauen zum Thema der Bahnhofstraße. Eine Bahnhofsstraße, die irgendwo in Deutschland vielleicht so vorzufinden war, so etwa vor einem halben Jahrhundert. Dabei schaut Onkel Fritz ganz gemütlich aus dem Fenster. Er schaut sich das Spektakel in der Bahnhofstraße an. Und Erwin weist den Laster ein, der gerade frische Ware an den Kolonialwarenhandel bringt. Im Durchgang zu den Hinterhöfen brennt eine rote Lampe. Manch einer erahnt, was das bedeutet. Die Schaufenster der Läden sind allesamt mit LED beleuchtet und eingerichtet. Polizei, Hände hoch und stehen bleiben. Stehen bleiben und Hände hoch, bitte. Die Polizei hat gerade einen Kassendieb dingfest gemacht, parkt aber so ungeschickt, dass der Kleiderladen Christine Moden etwas behindert wird. Das Geschäft wurde nach der Frau des Erbauers benannt. Willi von Simonsdorf hat mir geschrieben, das befahrbare Diorama wurde in eine Spur-Null-Vitrine gebaut, die ich geschenkt bekam, aber nur bruchteilgroße Modelle besaß. Und somit konnte ich sogar einen kleinen Weltenausschnitt darin darstellen. Mit Opa Hans, der auf der Bank die Sonne genießt. Clara bringt einen Korb frischer Wäsche zum Aufhängen, während Hertha schon die ersten trockenen Teile abhängt. Papa Werner mäht den Rasen und die Kinder spielen mit Hasso an den Mülltonnen. Auf der anderen Seite der Straße ein Abbruchhaus, das irgendwie vergessen und nie abgerissen wurde. Dabei holt sich die Natur ein Stück Erde zurück. Das war ein kleiner Spaziergang durch die Bahnhofstraße und jetzt fahren wir sie einfach nochmal mit der Bahn ab. Das geht wesentlich schneller. Längst haben die Kinder den Schuttplatz als Abenteuerspielplatz entdeckt, vor allen Dingen den Laster. Die Bäume sind ein Selbstbau aus getrocknetem Ginster, Meerschaum und Beflockungsmaterial. Meine ersten selbstgemachten, schreibt Willi. Die verbauten Teile sind fast alle aus einer Restekiste, die vom Anlagenbau übrig geblieben sind. Die Arnoldstraßenbahn wird durch die Pendelzugsteuerung von Fissmann bewegt und den frivolen Wilhelm ruft Oma Frieda zur Ordnung mit der liebevollen Überzeugungskraft ihres Regenschirms. Das Ganze wurde im Maßstab 1:160 gebaut auf einer Fläche von 1 m x 15 cm. Ich hoffe, schreibt Willi, der kleine Spaziergang durch die Bahnhofstraße hat ein wenig Kurzweil gebracht. So, bis das nächste Mal, würde ich sagen.